Es ist halt gerade, was mich halt gerade am meisten aufregt, ist, dass ich literally, ich bin eine Zeit lang daran gestorben, dass ich die Phase 1, dass ich Probleme mit Phase 1 hatte. Okay, ich sterbe öfters mal dran, dass ich Phase 2 noch nicht 100% drin habe. Auch okay. Den Rest des Abends, den Rest der 2,5 Stunden, ja, 2 Stunden, 2,5 Stunden, die ich gestreamt habe, bin ich daran gestorben, dass er mich sinnlos gewonshottet hat. Und das ist. Macht halt keinen Sinn. Das macht absolut keinen Sinn. Es muss. Ich verstehe es nicht. Es muss ja irgendeinen Move geben, um ihm da sinnvoll ausweichen zu können. Irgendwas muss es geben, aber. Es ist ja weird, dass 9 von 10 Mal ich mit im Kreis laufen. Überlebe. Ja, manchmal kommt dann einfach der Short Hop, der einfach nur die größte Rotze auf Erden ist. Ich kenne halt so langsam alle seine Muster auswendig. Einziger Mal, wenn er mich killt, ist, wenn er springt. Du kannst den Boss da so nicht one-shotten, weil der den Phase-Skip hier drin hat. Durch den Phase-Skip ist One-Shot unmöglich. Oh, viel zu früh, holy shit. Remember New, das ist Phase 2. Das ist alles delayed as fuck. Oh, okay. Dankeschön, das wollte ich.
Fuck. Ich habe mich extra noch dran erinnert, nicht nach hinten ausweichen. Und dann bin ich zur Seite ausgewichen und dachte, jetzt kann ich nach hinten. Und dann dachte ich mir so, shit. Ich mache die zweite Phase so viel mehr als die erste Phase. Es ist so lächerlich. Die zweite Phase macht halt richtig Spaß. Aber die erste Phase ist einfach der größte Bullshit. Ich liebe seine zweite Phase, Mann. Ich meine, da hat er auch so Kram, den ich noch nicht ganz raff, aber den raff ich eher als den Scheiß hier. Als Franker Seemann. Ja. Willst du mich nicht einfach töten? Ich benutze keine Blattwahl. Ich hab da langsam keine Wucht mehr für. Ich weiß, dass wenn ich irgendwann mal an den Punkt kommen sollte, dass ich keine Bloodwilds mehr habe, wenn ich das Spiel ausmachen wollte. Da kann man von ausgehen. Aber bis dahin. Mal gucken. Ich weiß es nicht. Ich bin der Meinung, wenn ich ihn konstant in Phase 2 kriegen würde, wäre der schon Thema tot. Ich könnte mehr Blattwalz mitnehmen in der Theorie, ja. In der Praxis weiß ich aber nicht, was mir das nützt gegen One-Shots. Und wie gesagt, das einzige Problem in meinem Fall sind die One-Shots. Alles andere ist mir total Wumpe. Aber es ist... Wie willst du gegen One-Shots vorgehen? Ja, dann. Das ist einfach Quatsch. Ich meine, ich könnte in der Theorie, ich glaube, 25 Bloodwilds mitnehmen. Aber die 25 Bloodwilds bringen mir halt nichts. Weil nur dann springt er halt, one-shottet mich und dann habe ich noch 24 Bloodwilds. Und jetzt? Halt keiner dumm.
sind ja bald in den Regionen, wo ich, keine Ahnung. Ich weiß literally nicht mehr, was ich tun soll gegen diesen Boss, außer meinen Kopf dagegen zu hämmern. Und zu hoffen, dass er mich nicht einfach zum Boss one-shottet. Hey, wenn ich rolle, one-shottet er mich nicht. Magie. Dafür kombot er mich dann halt tot. Das macht das, wenn du in Phase 2 kommst, länger überlebst. Wie gesagt, Phase 2 ist nicht mein Problem. Das Problem ist, dass ich Phase 2 nicht lernen kann, weil ich davor gewone-shottet werde. Und ja, ich hänge mich an diesem One-Shot gerade extrem auf, ich weiß, aber es ist halt nun mal leider Gottes ein Fakt. Ich meine, anscheinend Rolle-Spam. Warum auch immer, ne? Aber damit dodge ich halt nicht. Es verhindert halt nur, dass ich abstrus viel Schaden kriege.